Guten Tag. Oder in diesem Fall wohl eher Gude Dag. Denn ich begrüße euch aus Amsterdam. Und ihr seht mich bemützt und daunenbejackt. Es ist irgendwie aus Versehen wieder absurd kalt geworden in den letzten Tagen. Und ich bin hier auf Besuch und eigentlich wollte ich erst morgen eine Runde drehen und dabei ein bisschen filmen. Nun hat allerdings meine Frau, als wir hier reingefahren sind in die Stadt gerade, am Hafen die Queen Elizabeth entdeckt. Also nicht die Person, sondern das Schiff. Dieses relativ große Kreuzfahrtmonstrum. Und da ich aus irgendeinem verrückten Grund, den ich selber nicht kenne, irgendwie fasziniert bin von so großen Dingern, also Schiffen, gehe ich da jetzt hin. Und da nehme ich euch selbstverständlich mit, wenn ich die Kamera schon mal bei habe. Die Runde morgen mache ich natürlich trotzdem, aber das ist dann jetzt hier quasi das Vorspiel. Na? Und ja, los geht die wilde Fahrt. Sodele, das ist wirklich nur ein Katzensprung hier. Ich musste nur bis zum Bahnhof und den einmal durchqueren. Und ein Steinwurf davon entfernt ist dann der Hafen. Und dann wollen wir sie uns jetzt mal angucken, die Queen Elizabeth. Ja doch, faszinierend, ne? So ein Riesending. Ich weiß nicht, auf mich üben diese Biester echt eine Faszination aus. Kann ich mir nicht wirklich erklären, warum das so ist. Aber ist auch egal. Spektakulär. Ich meine gut, das ist jetzt hier im Vergleich zu diesen Wahnsinnsdingern, wie heißen die? Größenwahn of the Seas oder so von dieser Royal Caribbean Reederei ist das natürlich hier eine Nussschale in dem Vergleich, aber mit fast 300 Metern schon eine respektable Größe, ne, würde ich sagen. Also sollte man sich wirklich mal aus der Nähe anschauen. Irgendwann werde ich so ein Biest auch mal besichtigen, also so richtig von innen und vielleicht auch mal mit Fahren. Wobei ich da ehrlich gesagt sagen muss, so eine klassische Kreuzfahrt, weiß ich nicht, ist mir irgendwie zu spießig, keine Ahnung. Und ich glaube, ich werde warten, bis die Dinger ein bisschen klimafreundlicher unterwegs sind. Ne? Also jetzt in so ein Ding zu steigen, was noch mit Schweröl fährt, finde ich nicht besonders zeitgemäß. Aber da sind sie ja auch dran, ne? Und dann wird das, ja, irgendwann, je nachdem wie meine Rente so ausfällt. Mal schauen, vielleicht wird es dann die AIDA oder so. So, gut, das war mein kleiner Ausflug zum Hafen, der ungeplante Auftakt zu meiner Amsterdam-Tour, die dann morgen startet. In diesem Sinne, bis morgen! Guten Tag! So, so beginnt sie nun. Meine kleine Amsterdam-Tour, wie gestern angekündigt. Jetzt haben wir die Situation, dass
erstens Samstag ist, zweitens die Sonne scheint und drittens fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber die Situation ist eben, dass hier natürlich die ganze Stadt voller Leute ist. Ne? Also ist hier überall richtig was los, ist aber auch ganz schön. Ich muss nur halt ein bisschen gucken, dass ich niemanden umlaufe, während ich hier mir das Objektiv ins Gesicht halte. So, ich habe mir eine kleine Route auf Komoot geplant, an die ich mich aber, glaube ich, nur lose halten werde. Es gibt einen Punkt, den ich auf jeden Fall machen möchte, weil ich hier nur eine Hose in Reparatur habe, die ich abholen muss oder darf. Aber ansonsten ist das hier ein bisschen Freestyle. Und das ist ja auch mal ganz schön, wenn man vorher nicht hundertprozentig weiß, wo es einen lang führt. Und das Schöne an Amsterdam ist ja, also zumindest wenn man jetzt hier so den harten Kern mit den Grachten betrachtet, schön, ist ja überall schön. Ne? Ich glaube ja, Amsterdam ist mit keiner anderen Stadt auf der Welt in irgendeiner Form vergleichbar. Ich wüsste nicht, welche andere Stadt zum Großteil auf Holzpflöcken steht. Ist schon irre. Und es ist so schön hier. Mein Gott, ist das schön hier. Egal wohin du guckst, es ist schön. Erstaunlich. So, jetzt gehe ich erstmal ein paar Meter. Und ich glaube, der Hosenreparatur-Place, der ist relativ früh auf meiner Route. Und da gehen wir dann gleich als erstes mal hin. Und schauen wir mal, wo es uns heute so hintreibt. So, das erste touristische Ziel hier, so ein Touristenmagnet, ist das Anne-Frank-Haus hier hinter mir. Wer das Tagebuch der Anne Frank gelesen hat, und ich meine, das werden die meisten wohl getan haben, spätestens in der Schule, frühestens in der Schule, wissen, dass Anne Frank und ihre Familie sich hier in Amsterdam vor den Nazis versteckt haben. Hat am Ende leider nichts genützt. Hier vorne sieht man natürlich das eigentliche Haus nicht. Das ist ja bekanntermaßen ein Hinterhaus gewesen, aber da kann man, also das kann man halt hier besichtigen. Und da ist auch immer was los, logischerweise. Es ist natürlich ein sehr trauriges Kapitel, aber es ist nun mal ein Stück Weltgeschichte. Und durch das Tagebuch ist das natürlich auch wirklich ein Stück Kultur. Und wenn man hier ist, kann man sich das ja auch gerne mal geben. So, dann muss ich mich gerade nochmal neu orientieren. Ja, genau, ich muss irgendwie jetzt zur Herrengracht. Immer zwischen, ich werde jetzt so ein bisschen zwischen den Grachten immer hin und her pendeln. Aber was mir gerade bei Anne Frank noch einfiel, da habe ich noch einen Buchtipp loszuwerden. Und zwar von Andreas Eschbach. NSA, ein hervorragendes Buch. NSA steht für Nationales Sicherheitsamt. Und das ist, wie das bei Herrn Eschbach so üblich ist, so ein Was-wäre-wenn-Szenario. Nämlich in diesem Fall, was wäre, wenn ist in der Nazizeit schon das Internet und Mobiltelefone und all diese Technologie gegeben hätte und in welcher Form hätte dieses verbrecherische Regime diese Technik für sich genutzt. Und gleich zu Beginn des Buches gibt es eine Szene, die ja, eine alternative Geschichte sozusagen darstellt, wie die Familie Frank in Amsterdam aufgespürt wird. Also ganz gruselig, wirklich. Aber es lohnt sich. Ganz tolles Buch. Also Tipp, Andreas Eschbach, NSA, bitte lesen. So, jetzt habe ich hier erfolgreich meine Jeans abgeholt. Das ist ein ganz geiles Konzept. Das ist die Firma, ich weiß nicht, wer sie kennt, Nudie Jeans heißen die. Glaube ich, ein schwedisches Label.
Und deren Jeans sind wohl die fairsten und ja, irgendwie nachhaltigsten Buchsen, die man so kaufen kann. Die sind ein bisschen teurer dadurch, dass sie halt nicht in irgendeinem Sweatshop in Bangladesch gebaut werden. Und auch die Leute, die die Baumwolle ernten, kriegen halt nicht nur eine Handvoll Reis als Bezahlung, sondern können davon leben. Das muss man natürlich bezahlen, aber ich sag mal so, billig geht nur, wenn irgendwo ausgebeutet wird. Ne? So, und deswegen kosten die ein bisschen mehr und man trägt sie dann aber auch mit einem etwas besseren Gefühl. Und einen Nachteil habe ich aber ausgemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Hosen sind nicht die haltbarsten. Also wenn man die halt normal trägt, wie man das halt so macht, die nutzen sich was schneller ab. So, da die Firma das aber offensichtlich weiß, haben die diesen Free Repair Service. Und da kannst du deine Hose, solange du sie besitzt, kostenlos reparieren lassen. Wenn da irgendwie ein Loch drin ist oder was auch immer, bringst du die dahin und dann bringen die das wieder in Ordnung und dann kannst du einfach wieder abholen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Du kriegst die auch einfach so in die Hand gedrückt. Tüten und so, gibt alles nicht. Ist halt dein Problem dann, ne? Finde ich auch wieder super. Ja, also Nachhaltigkeit da echt groß geschrieben. Die hatte ich, glaube ich, als ich letztes Mal hier war, im Januar, glaube ich, irgendwann hingebracht und war natürlich jetzt schon lange fertig, aber ich fahre ja jetzt nicht extra nach Amsterdam, um die Buchse abzuholen, sondern habe natürlich so lange gewartet, bis ich eh wieder hier bin. So, die packe ich jetzt erstmal in meine Tasche und dann geht das hier weiter. Man erkundet Amsterdam ja am besten zu Fuß. Ist klar, die Stadt ist auf Fußgänger und Radfahrer ausgerichtet. Die Stadt ist ja auch deutlich älter als das Automobil. Mit dem Auto bist du hier nicht gut aufgehoben, wirklich überhaupt nicht. Also kann ich wirklich voll abraten. Da ist man hat da immer so einen Klotz am Bein. Parken kosten Vermögen, 24 Stunden 54 Euro, das ist schön. Aber muss ja nicht sein. So, aber wo wollte ich überhaupt hin mit meinem Gelaber hier? Achso, was ich hier gerade gesehen habe, sind diese Urinierschnecken, nenne ich es mal. Also wenn man hier zu Fuß unterwegs ist und hier und da, und das tut man ja, mal was getrunken hat, für eine spontane Blasenentleerung muss man sich jetzt nicht irgendwo verstohlen an Bäumchen stellen, sondern da gibt es diese diskreten Behausungen. Und da können sich dann zumindest Menschen mit der passenden Ausstattung erreichern. Ja. Ist nicht schön, aber allemal besser als wild pinkeln. An dieser Stelle streifen wir zumindest was Kulturelles. Das hier ist das Rijksmuseum, quasi das Nationalmuseum der Niederlande. Handwerk, Kunst, Geschichte, alles in einem. Also wann immer man was über die Kultur der Niederlande erfahren möchte, ist man hier sehr gut aufgehoben. So, und hier auf dem Museumsplatz, ja, sind natürlich auch einige Gaukler unterwegs. Es ist unfassbar viel los. Gut, wie gesagt, Samstag und einigermaßen gutes Wetter. Es ist zwar wirklich kalt, aber sonnig. Da kann man nicht meckern. Ja, schön. Weiter geht's.
Ego, 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 all right. Ja, wie cool war das denn? Das Rooftop-Konzert Teil 2 sozusagen. Gut, es waren nicht die Beatles. Es war auch nicht Queen. Obwohl er sich redlich bemühte, einen auf Freddy zu machen, ist ihm auch ganz gut gelungen, muss man sagen. Herrlich, sowas liebe ich ja, ne? Das Coolste daran ist, dass ich gerade eben, als ich in diese Straße, in der das stattgefunden hat, eingebogen bin, dachte, eigentlich doof die Route. Parallel dazu wären jeweils Straßen am Wasser. Und ich soll hier nicht am Wasser durchlaufen, durch die Kerkstraat, war das? Und dachte erst so, hoch, nö. Dann bin ich aber doch durch. Und siehe, ich wurde belohnt. So, in diesem konkreten Augenblick überquere ich gerade die Amstel an dieser sehr schönen Brücke hier. So schaut sie aus. So, das ist die Amstel. Ich glaube übrigens, dass der Fluss nach dem Bier benannt ist und nicht umgekehrt. Sehr, sehr schön. Oh, es ist, ich bin immer wieder aufs Neue verknallt in diese Stadt. Einfach wunderschön. So, an dieser Stelle vielleicht noch mal ein Tipp für Leute, die vielleicht noch nicht in Amsterdam waren. So eine Grachtentour mit so einem Bötchen sollte man natürlich gemacht haben, das ist ja ganz klar. Und in aller Regel macht man da ja auch so eine geführte Tour, nenne ich es jetzt mal. Ergo, man setzt sich in so einen Kahn mit sehr vielen Leuten und dann schippert der Tuppes da die Grachten ab und erzählt ein bisschen was zu den Gebäuden und Gegenden, die man da durchfährt. Das ist fürs erste Mal noch perfekt. Sollte man machen. Ist, glaube ich, ziemlich egal, was man da bucht. Was ist denn hier los? So, und für die Fortgeschrittenen, sage ich jetzt mal. Augenblick. Das ist hier ein bisschen wie in Düsseldorf mit den Junggesellen abschieben. So, für die Fortgeschrittenen, beziehungsweise für die das schon mal gemacht haben, gibt es auch die Möglichkeit, sich selbst so einen Kahn zu mieten und den halt selber zu fahren. Das ist so ein Schälchen, wo 6 bis 8 Leute, schätze ich mal, reinpassen. Und dann kriegt man so eine Karte. Denn bis auf wenige Ausnahmen, ich glaube sogar bis auf eine einzige Ausnahme, sind Grachten Einbahnstraßen. Dass man da nicht irgendwie Stress kriegt mit irgendwelchen professionellen Kapitänen. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn man da alleine durch die Grachten schippert, ist herrlich. Wir haben das einmal gemacht und das war einer der schönsten Tage meines ganzen Lebens. So, jetzt bin ich gerade eben irgendwie aus Versehen in dieses Rotlichtviertel geraten. Dieses weltberühmte. Aber ich weiß auch nicht, kennst du eine, kennst du alle, ne? Das ist, warum auch immer, auch tatsächlich ein Touristenmagnet. So. Hochinteressante Idee, mit einer ganzen Familie oder so durchzulatschen und zwischen Sexshops und, naja, den Ladies ihre Dienstleistungen anbieten, rumzulaufen. Bitte sehr. Gut, ich sehe zu, dass ich hier Land gewinne und dann sehen wir weiter.
So, nur wenige hundert Meter vom Rotlichtviertel entfernt steht dieser Palast hier, der Palais op de Dam heißt das Ding. Ein königlicher Palast der niederländischen Königsfamilie. Wird allerdings heutzutage nur als Repräsentations- und Gästehaus verwendet. Soweit muss man es auch erstmal gebracht haben, dass man so einen jetzt nicht unbedingt bescheidenen Bau nur so als Gästehaus benutzt. Ja gut, wer es hat, bitte sehr. Schön. Ist jetzt nicht so unfassbar beeindruckend, aber man sollte mal kurz hier gewesen sein. Ansonsten ist das auch wieder erneut ein sehr belebter Platz hier, natürlich gerade jetzt am Wochenende mit Touristen und Gaukelern bevölkert. Und was ich wirklich sagen muss, es scheint hier überhaupt kein Corona zu geben. Es gibt auch keine Maskenpflicht, weder innen noch außen. Wenn ich mir den Scheiß jetzt schnappe irgendwie, dann ist das hier passiert. Mittlerweile bin ich irgendwie 10 Kilometer gelaufen und habe dafür weit über 2 Stunden gebraucht, weil das einfach überall so voll ist. Wahnsinn! Gut, das war zu befürchten. Aber ich werde meine Tour jetzt deswegen ein bisschen abkürzen, weil ich noch eine Bestellung bekommen habe. Ich soll noch was mitbringen zum Essen. Und zwar eine Spezialität, für die Niederlande auch bekannt sind. Das ist nämlich nicht nur, das sind ja nicht nur die 3 K's, ne? Also Kiffin, Käse, Kibbeling, sondern auch Apfelkuchen. Man glaubt es kaum, ja. Appeltart, oh lecker. So, hier ist wieder irgendwas gesperrt. Die bauen hier wie die Wilden. Es ist sehr viel mit Baustellen hier vollgerammelt. Ja, jedenfalls habe ich eine Bestellung erhalten. Dreimal Appeltart mit Sahne. Und bevor der Laden zumacht und es für Kuchen auch nicht mehr die Zeit ist, wobei da ist man ja flexibel, das geht ja immer, besorge ich jetzt diesen Kuchen und gehe dann wieder zurück. Das ist jetzt besser. Ist auch schon 5:30. Ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie keine Lust mehr. Das war sehr, ich will nicht sagen stressig, aber viele Leute einfach. Gut, soll man sich nicht wundern, wenn man dann am Samstag durch Amsterdam läuft, ne? So, jetzt hole ich erstmal Kuchen. So, ich habe jetzt erfolgreich den offensichtlich sehr begehrten Apfelkuchen gekauft. Aber da war was los. Unfassbar. Die ganze Terrasse voller Leute und vor dem Laden standen bestimmt 20 Manneken, die da auf dem freien Platz gewartet haben. Irre. Aber als To-Go-Patient konnte man einfach rein und kaufen. Fantastisch. So, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Bisschen kürzer als geplant, aber ich bin noch öfter hier, also sollte Interesse bestehen nach einer touristischeren, sightseeing-mäßigeren Tour, mache ich das sehr gerne. Für heute war das nur so ein kleines Ründchen aus Spaß an der Freude. Und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.